Hoffentlich bist du bereit. Respawn eingeschränkt. Wenn du in seiner Dunkelheitszone eliminiert wirst. Blablabla, kann ich jetzt gar nicht lesen. Natürlich bin ich bereit für den Kampf. Erster weg. Zweiter fast weg. Dritter weg. Granate! Verdammt. Hier war doch in keine den Mauern. Oh, was ist das? Was zum Rix ist der Teufel, Achon? Steh da. Geh weg. Bobs wegmachen, dann nicht groß. So, gib mir eine Granate. Alter, der Kerl ist aber ganz schön. Was? Was ist denn hier? Jetzt habe ich das Panik. Granate gedrückt. Scheiße, Mann, wie der große Typ, Alter. Verpiss dich! Bitte, lass mich in Ruhe! Aua! Ein Typ nervt aber auch. Stirb. Ich wäre echt fast schlauer, mit der Sniper drauf zu schießen. Ja. Du hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Ja, Mann. Noch 10 Sekunden verbleiben, vielleicht findet man noch irgendeine Lootbox oder so ein Scheiß. Ich hoffe es doch mal sehr. Nein! Doppelsprung können wir jetzt dann benutzen. 8 präzise Kills. Und irgendein Helm oder sowas. Hey, 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 beruhigt euch bitte. Benehmt euch mal, okay? Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen?
Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Okay. Jetzt wollen wir erstmal skillen. Ich kann immer noch nicht umstellen, Mann. Das regt mich auf. Also. Wir sind schon Level 3. Upgrade-Menü. Ich springe ein zweites Mal. Was können wir eigentlich noch skillen? Können wir noch irgendwas? Ach ja, wir haben ja noch einen anderen Helm. Zerlegen, was ist das? Nein! Naja. Was kann das? Ah, Klingentänzer. Das ist diese Fähigkeit, die man ab Stufe 15 frei bekommt. Beinrüstung, ungewöhnlich. Eine verschlüsselte Materie in Gramm mit ungewöhnlichen Eigenschaften der... Ach, das muss ich hier irgendwo wieder identifizieren lassen. Aber ich hatte hier noch was. Panzerärmer. Das könnte ich jetzt in 3 Level benutzen. Abgeben, so sehe ich aus. Ziel festlegen. Erde, Turm. Dann machen wir erstmal einen Rundgang durch den Turm. Und schauen mal, ob wir einen Identifizierer finden, damit wir mal unsere Schuhe anschauen können. Okay, die Filmsequenz kann ich nicht überspringen. Das gehört wahrscheinlich so zum Ladebildschirm dazu. Upsala. So. Kannst du was? Ich kümmere mich. Nordturm. Was gibt's denn hier zu sehen? Da
Versicherung, Jäger. Ah, okay. Ausstatter. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ist es hier oder so? Übertragung gesichert, Hüter. Kannst du was? Hast du ein iPad, Junge? Sie ist mächtig, aber nicht unbesiegbar. Was guckst du? Ah, okay. Sehr interessant. Sieh dir nur an, was heute los ist. Es sind noch so viele da draußen. Aha. Aha, das ist mein Shit. Naja. Hast du es letzte Nacht stürmen gehört, Hüte? Kannst du was? Kannst du was? Ja, bitte. Jäger. Kannst du was? Hallo, hallo. Bitte, komm rein. Das ist die beste, ey. Kommandoabzeichen. Warum soll ich mir denn ein Abzeichen kaufen? Aber nur weil es cool aussieht, oder was? Okay. Komm bald wieder. Das sieht auch cool aus. Sie war stark. Stimme des Reisenden. Ach, das ist der Kerl. Den will ich nicht schon wieder wappeln. Der ist mir immer zu monumental. Und zu sentimental. Beutezugaufseher. Siege 10 Hüter von hinten. Eieiei, das ist. Das ist dann sowas wie PvP. Austausch abgeschlossen. PvP-Modus gibt's auch, das ist nicht schlecht. Das brauche ich manchmal auch ab und zu einfach mal PvP-Modus. Waffenmeister, kann ich mir bei dem Kerl eigentlich noch. Munitionssynthese. Sowas liebe ich halt, ne? Das ist so. Magazin 5 nur. So Sachen, wo man dann immer so gucken muss, was ist jetzt besser, entweder seine Ausrüstung oder ich weiß nicht, halt immer der dauerhafte Vergleich zum Dekodieren. Pass auf dich auf. Cool. Ah, Level 4, Disziplin plus 8. Komm wieder, sonst langweile ich mich.